Das wertvollste Produkt aus der Pokémon TCG-Geschichte, meiner Meinung nach, und das sehen wir hier. Wir haben hier ein riesengroßes Pokémon-Kartensheet mit First Edition Base-Set-Karten, die alle Shadowless sind. Ihr seht hier eine Glurak-Karte, zwei, drei, vier Glurak-Karten, die alle First Edition Shadowless sind. Und überlegt euch, was eine schon allein wert ist. Dann haben wir auch hier Turtwurg, Bisasflor, wir haben alle Karten. Und es ist unglaublich, dass es so ein Produkt noch gibt. Und dieses Video ist vom Jahr 2016, Leute. Das ist schon mal ganz schön heftig. Credits gehen raus zu Francis Law. Wir werden uns das anschauen. Er hat auch jetzt vor 2 Tagen ein Update hochgeladen. Da werden wir uns die Karten nochmal genauer anschauen. Dann gehen wir nochmal auf PSA ein, was so die Karten ungefähr wert sind. Und dann schauen wir uns mal die PSA, die eBay-Preise an, weil da wurde auch vor kurzem, ihr seht schon, für $350.000 ein Glurak verkauft. Und ja, er hat ein paar davon. Und somit heiße ich euch herzlich willkommen zu Sehrschleife, eurem Pokémon-YouTube-Channel. So. So, sorry, Leute. Ich würde sagen, wir schauen uns mal das Video an. Ich habe hier ein paar Cuts gemacht und hier sehen wir, dass wir hier eine Unterschrift haben auf dem Sheet. Keine Sorge, Leute, wir werden uns das Video noch, wir werden uns die Karten nochmal in sehr guter Qualität anschauen. Signed by D. Davis and it has, there's this number right here which we can't decipher. It might be a date that it's signed. Es sieht nach einem Datum aus, wie hier 99 und dann Monat und Tag. Und wir springen gleich mal weiter. Und hier seht ihr die Farben, die genutzt werden oder gemischt werden für die Pokémon-Karten. Und das ist einfach unglaublich, dass es so ein Produkt noch gibt. Er spricht es hier gerade an, dass hier leider die Karten ein bisschen zu viel Sonnenlicht abbekommen haben. Das ist aber eigentlich gar kein Problem, weil die richtig wertvollen Karten haben wir unten. Die schauen wir uns jetzt auch mal an. Wir haben hier ein Gesamtbild. Leider noch etwas unscharf, aber wir werden das uns hier nochmal ganz genauer anschauen. Und hier seht ihr nochmal über 30 Macho-Mai-Karten. Das werden wir auch nochmal gleich hören. Und die sind auch leider etwas ausgebleicht, aber trotzdem eine ganze Menge an sehr, sehr wertvollen Karten. So, schauen wir uns mal die ein bisschen im Detail an. Noch eins. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass dieses Produkt Legend ist, weil er geht sehr nah mit der Kamera dran. Die Produkte sehen sehr gut aus. Wir haben zwar bei PokéRef schon gesehen, dass die Karten gut aussahen, aber trotzdem gefaked waren. Aber hier finde ich, ich sehe jetzt nichts daran, was daran fake sein könnte. Ja, definitiv sehr, sehr selten. Vor allem schon damals seltener und jetzt noch um einiges seltener. Da wird er sich sehr freuen, denke ich mal, durch den Pokémon-Hype. Ist es natürlich jetzt ziemlich explodiert. Und hier seht ihr noch ein paar Karten, aber die werden wir uns nochmal gleich in besserer Qualität anschauen. Wir haben hier noch ein paar wichtige Infos auf dem Sheet. Das schauen wir uns auch an, weil hier haben wir auch ein paar Verewigungen von Wizards of the Coast. Pokémon Premium says English Form 7 Version 2 01 out of 99. Und das zeigt eigentlich auch, dass es schon wieder ein Indiz ist, dass das Produkt definitiv nicht gefaked ist. Er stellt das Produkt auch oder dieses Cardsheet auch zu Verkauf. Das werden wir uns aber im zweiten Video mal anschauen. Er hat schon vorher versucht zu verkaufen, bekam aber keine richtigen Angebote rein. Das ist schon etwas länger her. Und jetzt habt ihr die Möglichkeit, das hier zu kaufen. Ihr seht auch hier, die Macho-Mai-Karten sind ein bisschen ausgebleicht. Aber hier haben wir nochmal was, was doch sehr wichtig sein kann, was auch auf dem gelben Rand von der Karte beschrieben wurde, komischerweise. This one of a kind. It says okay for color and fit.
release was signed on January 3rd, 1999 at 2:45 p.m. And it was given us authorization. Well, not us authorization, but it gave it the okay to print. Hier haben wir nochmal eine Bestätigung, wenn das Geschriebene halt echt ist. Man kann natürlich sagen, es wurde nachträglich geschrieben vor einem Jahr. Das werden wir nie erfahren, aber ich gehe davon aus, dass es echt ist. Ich finde es komisch, dass das auf der Karte draufgeschrieben wurde, auf den gelben Rand. Naja, schauen wir mal weiter. Und er wird uns jetzt gleich noch verraten, wie viele Karten wir hier haben. Und dann schauen wir uns mal das andere Video an. Da wird er ein paar Fragen beantworten, die unter diesem Video gestellt wurden. 38 Macho-Mai-Karten. To the left-hand corner on the bottom, it has names of the colors. Und hier haben wir noch mal ein kleines Detail, dass wir die Farben Namen sehen. Magenta, yellow, black. Another very important detail on the sheet is that it says first edition right here, so you know that it's very official. So, so viel dazu. Also auf alle Fälle, Graders gehen raus an ihn. Und hier hat er noch ein Q&A-Video gestartet und das werden wir uns auch mal kurz anschauen. Das sind ein paar Fragen, auf die er eingeht. 4 Jahre später ein Update. Und würde ich sagen, fangen wir mal an. Paradebeispiel, jetzt lädt das Video natürlich nicht. Alright guys, for the past year I've been asked to make an update video for this base Pokémon. So, hier sehen wir es nochmal im Detail. Also das sieht ja unglaublich gut aus, einfach. Und die Karten sehen auch wirklich sehr, sehr clean aus, muss man sagen. Leichte Abnutzungsspuren haben die Karten, aber trotzdem ist es unglaublich wertvoll, das Sheet. So, das wissen wir ja schon. Wir werden jetzt uns die Detailaufnahmen mal anschauen und dann springen wir mal auf die Fragen. So, würde ich sagen, springen wir mal auf die Fragen. Die Videos werde ich euch unten verlinken. Da könnt ihr euch das auch nochmal in Ruhe anschauen. How did you get this sheet? All right. Wie hat er das bekommen? Like I said, first we got this in the year 2000 at an auction, and this was a display for our business. We sold Pokemon cards and stuff like that. Also er hat es in der Auktion im Jahr 2000 gekauft. Er hat sein eigenes Business. Er verkauft oder verkaufte damals Pokémon-Karten. Und ja, dafür hat er das gekauft. How many Charizards are there? There are 4 Shadowless first edition Charizards on this sheet. Let's see. Why don't you cut the Charizards out? Eine sehr, sehr wichtige Frage, Leute. Warum schneidet er nicht die Lura-Karten raus und lasst sie graden? Hat dann viermal mindestens eine PSA 7, je nachdem, wie gut er es schneidet. Wobei man es sehr leicht schneiden kann mit den richtigen Tools. Und der Mann gibt hier uns eine sehr weise Antwort. Das kann ich euch auf alle Fälle empfehlen, wenn ihr sowas haben solltet, diesen Rat zu befolgen. Well, 'cause I am not stupid. Genau, er ist nicht dumm, das sollte man definitiv nicht machen, auch wenn die Karten unglaublich wertvoll sind. Sie haben ja den Wert schon mal an sich, aber es kommt ja nochmal on top, der besondere Wert, dass er sowas hat. Sowas gibt es gar nicht mehr auf der Welt. Er hat ja die Karten, die sind ja schon wertvoll. Aber er hat nur noch diesen Bonus und deswegen bloß nicht aufschneiden. Das wäre auch mein Rat. Würde er mich jetzt fragen, was jetzt, glaube ich, nicht passieren wird. Okay, next question. Are you the Bulbasaur Guru? Keine Ahnung, was das ist. Okay, sehr, sehr interessante Frage. Was ist das wert? Wir könnten natürlich sagen, okay, wir berechnen, nehmen jetzt jede Karte einmal, nehmen uns den Wert und dann halt mal der Anzahl der Karten. Selbst wenn wir jetzt nur einem PSA 7 oder 8 Zustand ausgehen, weil das werden die safe erreichen,
wenn man jetzt gut schneidet, wie gesagt, wird es trotzdem nicht der richtige Wert sein. Warum? Weil es das Gesamtpaket zählt. Sowas in der Art gibt es nicht. Es gibt zwar die Karten einzeln zu kaufen, die sind sehr wertvoll und sehr teuer, aber so in dieser Art als Printsheet gibt es das nicht. Das ist eigentlich fürs Museum gedacht, Leute. Für ein richtiges Museum oder eigentlich für die Pokémon Company, wenn die ein Museum aufmachen würden. Mit der Historie von allen Pokémon-Karten bis aktuell, da gehört sowas rein. Das ist meine Meinung. Unbezahlbar. Who knows, man? I put it up for sale a couple years ago. Got some really bad offers. Also er hat schon mal reingestellt zum Verkauf, bekam aber nur schlechte Angebote, hat es deswegen nicht verkauft. Und jetzt halt durch den extremen Hype hat er gemerkt, zum Glück hat er es nicht verkauft. Sind wir alle froh darum, weil jetzt ist das definitiv um einiges mehr wert. Offer, so I just took it off the market. So lastly, is this sheet still for sale? Nope, currently not. Ich habe mich getäuscht, Leute. Es ist nicht zum Verkauf, aber er wird dazu noch mal kurz eine Aussage geben. Well, I am willing to negotiate for anybody that has a minimum offer of $1 million. Also er wird alles ignorieren, deswegen ist es nicht zu verkauf. Also alles unter 1 Million wird er ignorieren. Erst ab 1 Million wird es interessant, und das ist das Mindestgebot. Und ich finde, das ist nicht mal unrealistisch, wenn ihr überlegt, was die Lura-Karten bringen. Es besteht die Möglichkeiten, die Karten perfekt rauszuschneiden mit dem Material. Das bei so einer Summe geht das. Und ihr könnt ja mal hier kurz schauen. Eine Lura-Karte wurde für 350.000 verkauft. 300k. Und hier seht ihr PSA 9, 41.000. PSA 7, 35.000. Der Unterschied ist aber der, das ist halt direkt vom Printsheet. Plus, ihr habt noch Turtok, Bisaflor, die sind auch sehr, sehr, sehr wertvoll. Das können wir uns auch mal hier anschauen. Generell Shadowless First Edition Karten. Turtok, 45.000 mal 4. Glurak, sagen wir mal, nehmen wir mal Mittelwert, wir haben mal schlechtere, mal bessere. Mittelwert, 150.000 mal 4. Chanera. 36.000, sagen wir mal 30.000 mal 4. Und dann habt ihr noch ein Quapo. Ihr seht, die Karten sind unglaublich teuer. Raichu könnt ihr auch mal 4 nehmen. Ihr könnt alles hier mal 4 nehmen, zum Teil mal 5, weil wir Nidoking 5 mal haben. Und ich finde es nicht unrealistisch zu sagen, dass die Karten alle mindestens eine PSA 9 sind, vielleicht. Klar, die oberen Macho-Mai-Karten, die ausgebleicht sind, ein paar Karten haben auch ein paar kleine Beschädigungen, dann sind das halt vielleicht PSA 7 Karten, aber der Rest ist eigentlich sehr, sehr realistisch, dass das eigentlich perfekt ist, weil ihr könnt das Centering selber bestimmen und die Karten sehen gut aus. Wir haben die Nahaufnahmen gesehen. And for all of you who are going to be in the comment section talking about, oh, it's not worth $1 million, I really don't care. Auch sehr, sehr gut von ihm. Ihnen juckt das einfach nicht, wenn jetzt Leute sagen, es ist nicht so viel wert. Das würde mich genauso wenig jucken, wenn ich in seiner Position wäre. Das ist nur Zeitverschwendung, einfach auf die Leute einzugehen und es dann jedem recht zu machen. Das ist wirklich serious business, eine große Sache. Und ja. Und wenn ihm keiner ein Angebot macht, behält er das für sein ganzes Leben. Ich kann mir vorstellen, er wird Angebote bekommen von Poker-Ref vielleicht sogar von Leonhard. Dieser Card-Guru glaube ich nicht. Aber PokerRef könnte ich mir sehr gut vorstellen, weil er hat ja selber Kollektionen auf eBay für mehrere Millionen und er wäre, glaube ich, flüssig genug, das sich zu erlauben, glaube ich mal. Selbst wenn mit Kredit, aber ihn könnte ich mir das sehr gut vorstellen. Warten wir mal ab. Das war es eigentlich schon. Das waren nicht viele Fragen, aber es waren gute Fragen. Wir brauchen nicht mehr Fragen. Und jetzt können wir mal bei PSA schauen. Es wurden von der Shadowless Series über 200.000 Karten gegradet. Wir können mal schauen. Holo-Karten 6.000, 6.000 mal das Turtok. Da können wir mal gucken, Shop, für was die angeboten werden. Und dann sind wir auch fertig. Mehrere tausend Dollar. Ungegradet 7.300 Dollar. Das ist aber PSA 5 oder was? Naja. Ihr seht, die Karten sind sehr wertvoll. Das ist jetzt eigentlich, das sind noch Gebote oder Buy It Now. Das ist jetzt ein bisschen komisch. Oder nee. Lassen wir das weg. Wir sehen, dass auf alle Fälle sehr viele Karten gegradet wurden. Glurak auch sehr oft, 16.000 Mal. Ich finde immer interessant, nicht die Gebote oder was gerade läuft, sondern was verkauft wurde.
Und ja, für 350.000 jetzt neuer Preisrekord. Ich würde sagen, man muss echt aufpassen. Ich glaube eh nicht, dass einer von uns die Karte hat, aber man soll, muss echt aufpassen, weil das ist eine, finde ich, schon eine Blase langsam mit dem Glurak. Wobei, wenn die nicht kaputt gehen, dann sehe ich auch keinen Grund, warum der Preis sinken sollte, außer keiner hat mehr Interesse. Aber ihr seht, die Karten sind sehr, sehr, sehr wertvoll und die sind eigentlich hier PSA 10 Stücke, natürlich die teuersten. Hier haben wir mal PSA BGS First Edition PSA 5 für 20.000. Ist eigentlich sogar noch ein Schnäppchen, 30. Oktober. Aber ich finde, dieses Angebot, was er setzt, 1 Million Euro, ist definitiv fair, weil ihr müsst ja nicht die Kartenwerte zusammenzählen, sondern auch diesen Zustand, dass man ein Printsheet hat. Und das ist unglaublich schwer. Die Karten kann man sich holen, aber ein Printsheet, glaube ich, ist eher weniger realistisch, vor allem nicht von diesen Karten. Okay, Leute, ich hoffe, das war für euch informativ. Was würdet ihr denn bieten, wenn ihr unendlich viel Geld hättet? Jetzt natürlich nicht sagen 100 Millionen Euro, aber was würdet ihr denken, was ist das wert? Und hättet ihr gedacht, dass wir jemals sowas bekommen? Dass man sowas wieder mal sehen könnte. Und ihr seht eben, hat es hier aufgepoppt. Das war von meinem Discord-Channel. Dazu findet ihr einen Link in meiner Videobeschreibung. Da könnt ihr gerne vorbeischauen. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst es mich gerne wissen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut. Bis dann und ciao.